Joakim Eriksson gegen Henrik Haukeland. Das Duell der Torhüter unter verschiedenen Vorzeichen. Die DEG unten im Tabellenkeller, Schwenningen im oberen Tabellendrittel beheimatet. Und diese Vorzeichen sollten sich auch vor allem zu Beginn bewahrheiten. Zweite Spielminute, Karl Platzer erzielt sein erstes Tor für die Schwenninger Wild Wings. 71 Sekunden waren es genau, die gespielt waren, als Platzer diesen Pass von Ben Marshall vorbei an Haukeland zur Schwenninger Führung hineinschießt. Und die Wild Wings, sie blieben dran. Düsseldorf mit hohem Vorcheck, aber Schwenningen kann sich da gut befreien. Zweimal geht die Scheibe übers Plexiglas hinaus und dann klaut Sebastian Uvira Bernhard Ebner die Scheibe und verwandelt vorbei an Haukeland zum 2:0 für die Wild Wings. Bei dem läuft es aktuell einfach bei Sebastian Uvira. Er kämpft sich die Scheibe und ist dann eiskalt vor dem Düsseldorfer Goalie. Jetzt war die DEG gefragt, eine passende Antwort zu finden. Einige Chancen waren schon da vor Eriksson, aber noch nichts Zwingendes. Und dann macht Philipp Gogula mit etwas Glück den Anschlusstreffer zum 1:2. Gerade einmal 15 Sekunden nach dem 2:0 von Uvira bringt Gogula die Scheibe unter vom Innenpfosten, vom Hinterkopf von Eriksson hinein zum Anschlusstreffer. Dann Powerplay für die DEG, aber die Riesenchance für Schwenningen. Karl Platzer auf dem Weg zum Doppelpack, aber Haukeland verhindert den Einschlag in dieser Situation. Damit blieb es beim 1:2 aus Düsseldorfer Sicht nach dem ersten Abschnitt. Steve Walker noch alles andere als entspannt. Dann Powerplay für die Wild Wings und ein nächster Riesensave von Henrik Haukeland. Aufgepasst hier. Tyler Spink kommt an die Scheibe und der rechte Schoner von Haukeland rettet für die DEG, die dann wieder Powerplay hat, aber wieder Schwenningen mit der besten Gelegenheit. Platzer für Karatschun. Und dann kriegt die DEG das Ganze wegverteidigt. Hier Platzer sieht Karatschun, macht erst noch den schönen Move, aber Alex Ehl ist gut nach hinten geeilt. Dann Powerplay Schwenningen und Tradition in diesem Spiel, beste Chance für die Unterzahlformation. Cohen Oliszewski antizipiert die Situation, scheitert aber an Joakim Eriksson. Thomas Dolak mit begrenztem Gesichtsausdruck und er sollte sich nicht unbedingt aufhellen im letzten Spielabschnitt. Powerplay für die Wild Wings und diesmal auch die Überzahlformation mit der besten Chance und dem Tor durch Sebastian Uvira. Doppelpack, fünftes Saisontor gesamt und tatsächlich fällt ein Überzahltor im Duell der beiden schwächsten Powerplay-Formationen. Hier durch Uvira zum 3:1. Also wieder Düsseldorf gefordert. Und wieder liefert Düsseldorf. Diesmal dauert 70 Sekunden, bis Cohen Oliszewski die Scheibe hier in den Winkel knallt. Kurzes Nicken. Zusammenspiel mit Akdag und Rosmi. Und dann Oliszewski über die Stockhand von Eriksson zum erneuten Anschluss. Aber Düsseldorf schaffte es nicht, diesen Schwung mitzunehmen. Stattdessen gibt es wieder Powerplay für Schwenningen. Erst schon Hungerecker mit der Aktion. Und dann ist es Tyler Spick, der die Scheibe im Netz unterbringt. Zwei Powerplay-Tore insgesamt in dieser Saison bisher für Schwenningen. Jetzt zwei an einem Abend. Tor von Haukeland schon verschoben. Spink bringt die Scheibe dann unter. Schiedsrichter schauten sich das Ganze an und gaben den Treffer dann nach Videobeweis. Sehr zum Leidwesen und Unbehagen von Henrik Haukeland. Da sprach der ganze Frust aus dem Düsseldorfer Torhüter, der dann auf das Eis verlassen musste zugunsten eines weiteren Feldspielers. Und das brachte die endgültige Entscheidung für die Wild Wings. Doch Alex Karatschun, achte Bude schon für ihn in dieser Saison. Und damit machte Schwenningen den fünften Heimsieg im fünften Heimspiel perfekt. 5:2. Yeah, it was a great day. We, you know, our team's been playing well and we just grow so much every day in every game. And even from the ones that we lose, we grow so much. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig zu erkennen, dass wir momentan in einer unglaublich schwierigen Situation sind. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich gerne loswerden möchte, ist,
Wir wissen, dass wir momentan absolute Grütze spielen. Ich möchte das auch mal erwähnen, dass es vielleicht auch mal ankommt. Jeder, der heute wieder nach Hause fährt, garantiere ich, hatte eine schlechte Nacht. Wir wollen da unten raus. Aber aktuell bleibt Düsseldorf da unten. Schwenningen auf der anderen Seite feiert den dritten Sieg in Folge und setzt sich weiter oben fest. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.